Ja, hallo liebe Tennis-Net-Community, ich habe in der letzten Woche das Vergnügen gehabt, den stylischen Dunlop NTR 4.0 zu testen. Ein Schläger, den ich in einem Wort als Wohlfühlschläger bezeichnen würde, jetzt ohne irgendwelche Schwächen, aber vielleicht auch ohne herausragende Stärke. Trotz des geringen Gewichts von ca. 290 Gramm hat er gute Rahmenstabilität und man hat eigentlich von den ersten Schlägen an ein gutes Gefühl und eine gute Kontrolle. Spin und Power sind vielleicht jetzt im Vergleich zu anderen Turnierschlägern nicht überragend, aber durchaus okay. Wie überhaupt ist der Vergleich zu den Turnierschlägern vielleicht nicht ganz fair, da Dunlop ja selbst den Schläger Clubspielern und ambitionierten Jugendspielern empfiehlt. Und ich würde sagen, für die Zielgruppe ist der Schläger perfekt geeignet, ist relativ fehlerverzeihend und zeichnet sich eigentlich auch durch eine gute Kontrolle und vor allem durch eine sehr gute Dämpfung aus. Das heißt, vielleicht auch gerade für Spieler, die Probleme mit den Armen haben, nach dem Spielen oder beim Spielen, ist das eine absolute Empfehlung. Für Spieler, die vielleicht jetzt den höchsten Anspruch oder einen höheren Anspruch haben, würde ich mich vielleicht intensiver mit dem Dunlop 3.0 beschäftigen, der explizit für Turnierspiele entwickelt worden ist. Für alle anderen Spieler kann ich den Dunlop 4.0 sicherlich empfehlen, ein sehr angenehmer Schläger, den in der Gesamtbewertung 4 von 5 möglichen Sternen geben würde.